Ich habe heute ein Blitzhaul für euch. Ich möchte euch einfach ganz kurz zeigen, was ich gestern alles eingekauft habe. Es sind wieder Sachen vom Deichmann dabei, vom Woolworth und vom Depot tatsächlich auch mal, weil es da einen riesengroßen Sale gab, weil sonst kaufe ich nicht bei Depot. Mir ist das ehrlich gesagt zu teuer. Ich würde einfach sagen, wir starten und ich greife einfach random rein und sage euch dann immer, von wo das ist. Und ja, viel Spaß beim Video. Als allererstes habe ich hier dieses Riesending von Woolworth. Das hat 7 Euro gekostet und ist eigentlich für die Wand gedacht. Ich möchte das tatsächlich wahrscheinlich eher erstmal so als Tischtablett hinstellen. Und ich zeige euch dann auch später mit was genau. Allerdings bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Es kann auch natürlich sein, dass es trotzdem an der Wand hängen bleibt oder an der Wand landet. Aber wir gucken mal, wie es aussieht. Mir fällt übrigens gerade ein, ich war auch noch beim DM. Das heißt, hier sind auch noch ein paar coole Neuheiten mit dabei. Als nächstes ganz random habe ich einfach ein paar Airwaves mitgenommen. Das ist meine liebste Sorte. Also, falls ihr mich irgendwann mal seht, ihr könnt damit rechnen, dass ich nach denen rieche. Dann habe ich auf jeden Fall wieder ein einziges meiner Pinselreiniger mitgenommen. Irgendwie gab es da auch nur insgesamt 2. Ich weiß nicht, ob die irgendwie ausgelistet werden. Wenn ja, habe ich auf jeden Fall ein riesiges Problem. Dann habe ich mir für mein Kosmetikstudio diese Fußfeile mitgenommen. Die nehme ich immer mit. Die kostet zwar fast 3 Euro, aber die ist echt gut. Die kann man auch gut desinfizieren. Dann habe ich die hier für mich unter die Badewanne mitgenommen. Ich benutze natürlich das billigere für mich. Einfach nur so. Ich mache dann immer meine Fersen einfach so ein bisschen sauber, weil ich habe wirklich starke Probleme mit Hautablösungen und deswegen brauche ich das halt einfach. Dann ein Nagellackentferner. Meine Nägel sehen schrecklich aus und das auch nur, weil ich die ganze Zeit keinen Nagellackentferner bei mir oben in der Wohnung hatte. Und im Kosmetikstudio vergesse ich es die ganze Zeit mitzunehmen. Also habe ich zum Glück gestern dran gedacht, den mitzunehmen. Dann habe ich hier noch von meinem liebsten neuen Kooperationspartner die 4 neuen Augenpads mitgenommen von Yuti. Und das sind eben die Germany's Next Topmodel Edition. Und ja, ihr habt das vielleicht schon gesehen, dass das jetzt mein neuer Kooperationspartner ist, Yuti. Und ich habe dazu auch schon ein Short und allgemein überall Kurzvideos hochgeladen. Und da könnt ihr dann einfach mal vorbeischauen, sehr gerne. Ich würde mich freuen, weil gerade bei so Kooperationsshorts ist das natürlich immer sehr gut, wenn gerade die Zahlen dann auch da stimmen. Und allgemein, ich liebe Augenpads, also davon kann man nie genug haben. Dann habe ich noch entdeckt, komischerweise von Trend It Up eine neue LE. Die hat irgendwie noch keiner irgendwie angesprochen. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall ist es die Polar Lights Eyeshadow Palette. Und ich finde es echt komisch, dass noch kein einziger darüber gesprochen hat. Entweder die gibt es noch nicht und ich bin jetzt die Erste, die sie bekommen hat, oder es hat einfach keinen interessiert, was ich tatsächlich sogar mehr glaube, denn die Color Story ist jetzt wirklich nicht atemberaubend. Ich habe die jetzt auch einfach nur so für ein Video mitgenommen und man muss halt auch echt sagen, es sind nur schimmernde Farben, also nichts wirklich Tolles. Ich denke, ich werde die dann auch nach dem Video direkt wieder aussortieren. Und dann habe ich noch diese neue Catrice Palette mitgenommen. Die hat mich sowas von angesprochen. Die wollte ich unbedingt haben, habe ich jetzt auch. Und ich glaube, sie heißt Beautiful You Eyeshadow Palette. Also auf jeden Fall eine schöne Palette von außen und von innen. Und auch dazu wird wahrscheinlich ein Video folgen. Also die beiden Sachen landen auf jeden Fall in meinem Neuheitenkörbchen. Da sind schon einige Paletten mit drin. Deswegen muss ich da mal gucken, zu welchen Paletten ich einzelne Videos mache und zu welchen ich tatsächlich einfach ein Hot New Make-up mache. Dann habe ich hier noch so frische Sohlen mitgenommen. Das habe ich, weil ich tatsächlich beim New Yorker ein paar Winterstiefel gekauft habe und da fehlt auf der einen Seite komischerweise eine Sohle und nur deswegen habe ich die jetzt mitgenommen, aber ja, gebrauchen werde ich sie auf jeden Fall können. Jetzt geht es dann immer noch weiter mit Depot. Ich habe hier ein paar Sachen, die ich wirklich, also ich habe alles reduziert gekauft. Die Sache ist halt, es kann sein, dass es bei euch entweder nicht reduziert ist oder dass es halt nicht so krass reduziert ist wie bei mir, weil ich hatte wirklich 70% auf alles. Ich habe zum Beispiel für dieses riesige Ding, das hat vorher 20 Euro gekostet, habe ich glaube ich 7 Euro oder so nur noch bezahlt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist das hier so, ich kann es euch gerade schlecht zeigen, weil das gerade verheddert ist. Das ist aber so ein Kronleuchter, wo man praktisch aufhängen kann, was aber auch gleichzeitig wie ein Adventskranz ist, also wie so ein hängender Adventskranz. Es sind doch alles noch Weihnachtssachen. Ich finde halt gerade dann, wenn Weihnachten rum ist, lohnt sich das am meisten eben Weihnachtsdeko zu shoppen, weil es dann immer alles mega reduziert ist. Dann habe ich auch noch diese grünen Dekozapfen mitgenommen, einfach nur in einem schönen, kräftigen Grün. Habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen und dann dachte ich mir, okay, ich nehme es mit. Das hat 5 Euro vorher gekostet. Ich glaube, das war jetzt ungefähr bei 1,50 Euro oder so. Dann habe ich noch diesen Kranz mitgenommen und hier steht tatsächlich der momentane Preis. Der hat vorher 20 Euro gekostet und dann jetzt so noch 7. Da habe ich auch zugeschlagen, weil von 20 auf 7 Euro. Und der ist echt schön. Also den kann ich mir sehr gut vorstellen mit ein paar Sachen, die ich noch gekauft habe. Hier habe ich dann noch so einen Kerzenständer. Der ist auch wirklich, ja, also ich habe ein bisschen Angst, dass der kaputt geht, ehrlich gesagt, weil da waren schon ein paar abgesplittert auf dem Ding. Und auch hier oben ist ein bisschen abgesplittert hier vorne dran. Aber das fand ich nicht schlimm, weil es war erstens reduziert und zweitens kann man das dann auch eben an die Wand drehen oder wo man auch immer das hinstellt und es einfach weg vom Auge drehen. Das ist ja kein Problem.
Problem. Mir fällt auch gerade ein, ich war auch gestern bei Aldi und habe dann auch zum Beispiel noch von P2 eine Ultra Matte Foundation mitgenommen. Dann noch von Trended Up eine Rosy Touch Make-Up Foundation. Ich weiß auch gar nicht, ob auch jemand schon über diese hier geredet hat, weil ich habe die noch gar nicht gesehen. Auch in kein Neuheiten-Videos oder so. Aber richtig cool, weil dann habe ich wieder zwei neue Foundations für die ganzen Foundation Battles. Und dann habe ich mir noch von Trended Up, das war auch in dieser Polar Lights Reihe gestanden. Also das stand praktisch mit der Lidschattenpalette in einem Aufsteller. Und da war eben diese wunderschöne, sehr kühle Farbe mit drin. Habe ich dann auch mitgenommen. Dann habe ich hier noch diese vier wunderschönen Kerzen. Ich zeige euch jetzt einfach mal nur zwei, weil die anderen sind auch noch in diesem ganzen Papier eingepackt. Das sind einfach zwei ganz normale, schöne Dekokerzen. Die haben vorher 5,99 € gekostet und ich glaube, ich habe am Ende vielleicht 2 Euro oder so pro Kerze bezahlt. Also hat sich auf jeden Fall auch wieder sehr gelohnt. Dann habe ich hier noch den anderen Kronleuchter in klein. Hier könnt ihr erkennen, hier ist wesentlich mehr abgesplittert. Aber ich finde es wirklich nicht schlimm. Ich habe dann auch gesagt, ich nehme das trotzdem mit und lackiere da einfach ein bisschen mit Nagellack drüber. Ich bin da eh nicht so pingelig, wenn ich ehrlich bin. Und ich fand die beiden halt auch echt schön und wollte die unbedingt haben. Und dann habe ich halt eben noch so ganz normale, stinknormale weiße Kerzen gekauft. Die waren auch für 6 Euro vorher. Das war dann auch wahrscheinlich irgendwas mit 2 Euro. Dann geht es weiter mit Deichmann. Das ist aber auch das einzige Produkt vom Deichmann. Und zwar diese zwei schönen neuen Stiefel. Die waren auch reduziert. Die haben vorher 45 Euro gekostet und ich habe am Ende so 22 bezahlt. Ich hatte 50% drauf und ich fand die halt auch richtig schön. Vor allem, weil ich so einen offenen, schönen Mantel von Zara habe und die dann richtig gut dazu passen. Außerdem habe ich mir beim Aldi noch zwei weitere Produkte mitgenommen und zwar zum Testen. Denn ich habe dieses Shampoo gestern getestet. Ich habe zwei Stück davon gekauft. Eins steht schon unten bei mir im Bad und ich schwöre euch, es riecht zwar nicht so intensiv wie das Original von L'Oreal, aber es ist definitiv ein Dupe. Ein richtig gutes Dupe mit dem sehr gleichen Geruch, nur halt nicht so geruchsstark, aber es ist halt wirklich genau das gleiche. Und ich werde mir das wahrscheinlich auch jetzt öfters nachkaufen, wenn ich zum Aldi komme, weil das wirklich viel, viel billiger ist. Und man muss halt auch echt sagen, es macht halt genau den gleichen Effekt. Ich habe genau das gleiche Gefühl in meinen Haaren gehabt. Das Einzige, was ich dann nur nicht austauschen würde, ist tatsächlich die Haarmaske und eventuell auch dieses Hitzeschutzspray. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht bei Aldi von dem hier, aber ich würde es auch nicht tun, weil ich möchte dann halt schon, wenn ich das letzte Produkt auf meinen Haaren verwende, dass das halt geruchsstark ist, damit es schön in den Haaren drin bleibt. Deswegen, da werde ich auf jeden Fall beim Original bleiben, aber beim Shampoo ist es ganz ehrlich scheißegal. Hauptsache am Ende, die Haare sind frisch und gewaschen und es macht eh den gleichen Effekt, also es ist vollkommen in Ordnung. Und ich habe hier dann noch eine Spülung mitgenommen für stark geschädigtes Haar. Das wollte ich einfach auch mal dazu mit austesten. Habe ich jetzt halt auch nur einmal gekauft, aber werde ich dann auch mit runterstellen und dann mal beim nächsten Mal benutzen. Dann habe ich etwas für meinen YouTube-Hintergrund gekauft. Ein Bilderrahmen mit einer Kamera drin. Passt sehr gut zu mir und meiner jetzigen Seele so ein bisschen. Also ja, es ist halt eben das, was aus mir geworden ist. Ich filme gerne, ich liebe das, was ich tue. Und ich habe das hier gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, das brauche ich, das gehört zu mir. Und gehört auf jeden Fall irgendwo in den Hintergrund. Also werde ich wahrscheinlich jetzt auch doch im Nachhinein hier nochmal aufräumen, denn ich habe vor 2 Tagen ein Schminksammlungsupdate gedreht. Da wird sich jetzt doch wieder was ändern, muss ich dann halt im Nachhinein in das Video noch mit einfügen. Dann habe ich hier so eine ganz random schwarze Vase gekauft. Übrigens habe ich das Bild und die Vase jetzt vom Woolworth. Also wir sind jetzt gerade bei den letzten Produkten insgesamt komplett Woolworth und die hat 3,50 Euro gekostet. Dann habe ich hier ganz random so eine Rose mitgenommen, die hat 2 Euro gekostet. Das hat allerdings einen Grund, den zeige ich euch gleich. Denn ich habe euch ja vorhin den Kranz von Depot gezeigt und ich muss dann mal gucken, ob das irgendwie möglich ist, den Kranz zu diesem hier zu integrieren. Das hat 4,95 Euro gekostet, gibt es eben bei Woolworth und ich wollte irgendwie schauen, ob man das mit dem hier irgendwie integrieren kann. Also das kann ich mir halt richtig gut so vorstellen, vielleicht auch so obendrauf. Ich finde, es sieht auch jetzt ganz gut aus und deswegen habe ich auch die weißen Kerzen gekauft. Ich muss nur dann mal gucken, weil ich glaube, die werden auch hier nicht reinpassen, aber ihr werdet das auf jeden Fall wahrscheinlich nächstes Jahr bei mir an Weihnachten sehen. Oder vielleicht auch jetzt schon, weil ich nicht unbedingt finde, dass man sowas erst an Weihnachten benutzen muss. Also, ja, mal gucken. Dann habe ich auf jeden Fall noch wunderschöne 3 Vasen mitgenommen. Das sind so, ja, Kerzenbehälter. Allerdings habe ich mir vorgenommen, in eins von denen diese Rose reinzustellen. Und es sieht richtig gut aus miteinander. Also praktisch die beiden und dann noch das dritte vorne dran. Und ich denke aber mal, die Rose wird in vielleicht eins der beiden größeren sein. Wobei die beiden auch nicht gleich groß sind. Aber das sieht richtig gut aus. Und die
die passen farblich zusammen. Die standen aber auch nebeneinander und ich habe dann so geguckt, wie passt es gut zusammen. Und man soll ja nicht immer alles in der gleichen Größe nehmen, sondern alles so in Abstufungen, damit es halt ein bisschen edler aussieht. Und man soll beim Dekorieren immer darauf achten, dass es eine ungerade Zahl ist. Das sieht für das Auge optisch ansprechender aus. Und das letzte Produkt ist tatsächlich so eine, ja, normale Vase, würde ich sagen. Die ist sehr schön, 3,50 Euro hat sie gekostet und die wird auch ganz gut zum Beispiel mit der Vase noch passen oder mit irgendwas anderem. Das war's dann auch schon. Also mehr möchte ich euch auch gar nicht zeigen. Es war auch so oder so schon teuer. Vielleicht 100 Euro insgesamt für die ganzen Sachen. Und ihr werdet auf jeden Fall einige der Produkte bald wiedersehen. Gerade die Make-up-Sachen aus dem DM. Und auch allgemein wahrscheinlich die Deko-Sachen vielleicht im Hintergrund. Das war's dann auch schon. Vielen Dank wieder fürs Reinklicken. Und bis bald beim nächsten Video. Tschüss!